Jo Leute, was geht? Willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Und ja Freunde, im letzten Video habe ich angekündigt, dass ich die Woche in die Weekend League streame. Und ich habe mich jetzt entschlossen, am Freitag um 18 Uhr, ja, werde ich auf YouTube die Weekend League streamen. Und ja, sagt eure Freunde Bescheid und wir werden auch ein Gewinnspiel machen. Ja, ich freue mich auf euch natürlich und wir werden heute eine Foot Draft Challenge machen und zwar eine Tots Foot Draft Challenge. Hierbei werde ich nicht auf die Teambewertung und die Teamchemie beachten, sondern nur, dass ich Tots habe. Und ja, ich bin richtig gespannt, wie viele Tots ich spielen werde, denn ich habe auf anderen Videos geguckt, dass die immer mindestens 4 oder maximal 5 Tots-Spieler haben. Vielleicht haben wir ja viel mehr und ja, wir switchen mal rüber und bis gleich. Und ja, wir haben jetzt 5 Aufstellungen hier. 4-3-3 falsche 9, 4-2-2-2, 3-4-3 flach, 4-3-3 offensiv und 3-4-2-1. Und ich will mal 4-3-3 offensiv, weil ich die Aufstellung auch mag. So, ich bin richtig gespannt jetzt, wie viele Tots-Spieler wir haben werden. Und wir haben schon einen, denn da ist Nainggolan 94. Die krasseste Karte, glaube ich, aktuell im Spiel. Der hat alles über 90 einfach und dann auch Hunter, Alter. Oh mein Gott. Den nehmen wir direkt. Und ja, machen wir weiter hier mit dem Stürmer. Wen haben wir hier? Costa Ibrahimovic am Start, Aubameyang und Lewandowski, Alter. Ach du Scheiße, wem soll ich gewinnen? Boah, ist das heftig. Das ist heftig, Alter. Lewandowski, Aubameyang und Ibrahimovic. Wen nehme ich hier? Ach du Scheiße, Alter. Das ist richtig krass. Wir nehmen mal hier Aubameyang einfach nur aus Prinzip, weil er Tempo 99 hat. Dieser Typ ist krass, Alter. Nehmen wir hier Aubameyang. Weiter machen wir rechts vorne. Wir haben schon 2 Tots-Spieler und wir haben einen Tots-Spieler. Auch krass, das ist Messi. Boah, den nehmen wir auch hier. Das ist, boah, das fängt ja richtig geil an hier. Oh mein Gott, Alter. Wow, hier weiter links vorne. Und wir haben Ronaldo Tots, Alter. Was geht denn hier los, Alter? 99er Ronaldo. Boom. Nehmen wir hier auch. Und wir haben schon 4, also 3 Tots-Spieler und 1 Totti-Spieler. Das ist schon krass. Das ist schon wirklich krass. Ich habe noch nie sowas gesehen. Weiter machen wir hier mit dem ZM. Und wen haben wir hier? Wen haben wir hier? Wir haben keinen Tots. Leider nicht. Wir haben Silva, Pereira, Hamsik, Benar oder so und Fabregas. Und wir nehmen einfach Fabregas, weil die Karte einfach orange ist, ja. Das sieht dann einfach irgendwie heftig aus. Und machen hier weiter mit dem anderen rechten ZM. Und haben wir Pizzi. Oh mein Gott, Kane oder so. Keine Ahnung, wie der heißt. Oh mein Gott, was geht hier ab, Leute? Das ist zu krass einfach. Oh mein Gott, wir nehmen mal hier Pizzi oder so, wie der auch heißt. Das ist so heftig. Schaut euch mal diese 6 Spieler jetzt an. Alle irgendwie blau oder orange, keine Ahnung. Oh mein Gott, weiter mit dem Rechtsverteidiger. Wir haben hier... Ah, diesmal haben wir nichts da, aber wir haben Walker hier. Und wir nehmen einfach Walker, wir scheißen hier auf die Chemie. Und machen weiter hier mit dem Innenverteidiger. Und wir haben David Luiz auch in Form, Hauptsache kein normaler Gold. Nehmen wir auch mit. Und wen haben wir hier noch, Leute? Wir haben Godin in Team of the Group Stage, glaube ich. Nehmen wir einfach, weil er blau ist. Come on, Alter. Was für ein krasses Team. Und wir haben hier Silberspieler. Scheiße. Wir nehmen hier Matos. Und weiter mit dem Torwart. Wen haben wir hier? Wir haben Luiz, Alter. Meine Fresse, was ist denn hier los, ey? Wir haben Luiz auch noch am Start. Leute, wir haben nur noch erstmal die ersten 11 gemacht, ja? Und wir haben schon 1, 2, 3, 4, 5 Tots-Spieler und ein Totti-Spieler. Und hier einen Orangen, keine Ahnung. Hier ein Team of the Group Stage, glaube ich. Und 2 Informs und hier noch ein Silber. Aber das ist schon krass, Alter. Wir machen hier auf jeden Fall weiter mit den Auswechsler. Und wir haben hier... Wir haben hier Buffon, auch Tots. Egal, Hauptsache Tots. Und wir haben hier auch Buffon. Oh mein Gott, Alter. Das ist, ich weiß nicht, was das ist, Alter. Zu krass. Wir machen hier weiter, Jungs. Und wir haben Chiellini blau. Hauptsache blau. Wir nehmen auch Chiellini hier am Start. Puh, meine Fresse hier. Und wir haben hier jetzt nur Non-Ray-Spieler. Kann man sich auch mal gönnen, irgendwie. Wir nehmen mal hier einfach Ball oder so, keine Ahnung. Und machen hier weiter und haben hier keine Tots-Spieler. Wir haben in Innenform Hamsik, den nehmen wir mit. Den Hamsik haben wir jetzt auch hier. Und ja, weiter geht's hier. Wen haben wir hier? Wir haben Goldspieler, wir haben Daniel Alves, irgendwie Man of the Match, genau.
Rechts Mittelfeld nehmen wir mit. Hauptsache bunt. Und machen hier weiter. Und haben leider keinen Top-Spieler, nur Goldspieler. Und nehmen wir hier Coutinho mit. Weiter geht's hier. Und wir haben hier einen vom Spieler da. Den Reus haben wir hier. Den nehmen wir auch mit. Weiter geht's hier und wir haben nur Inform, ein Inform also, wir haben nur Mkhitaryan, den nehmen wir mit. Hauptsache die Karte soll ein bisschen bunt aussehen, Freunde, ich mag das irgendwie mehr. Und wir haben hier nur Non-Ray-Spieler, wir nehmen mal hier Olson mit. Weiter geht's hier und wen haben wir hier? Ich will noch ein Pots, oh egal, wir haben Ederson hier, Torwart, Man of the Match, nehmen wir einfach mit, auch wenn der nicht spielt. Und weiter geht's hier. Bane, Suarez haben wir, oh mein Gott, Alter, Suarez auch noch, zu krass, Leute, was geht hier ab, Alter, ich bin richtig gespannt, oh mein Gott, wir haben hier auch noch Suarez, das ist zu krass, und weiter mit dem letzten Spieler, wenn das auch noch Trotz ist oder so, ich weiß es auch nicht mehr, aber diesmal nicht, und wir nehmen hier einfach mal Micah Richards, und wählen hier noch einen Trainer aus. Und nehmen hier, wir nehmen hier den Juan de Ramos von der La Liga. Und ja, Freunde, ich stelle kurz um und dann starten wir mal mit dem Team. Und ja, Freunde, ich habe jetzt mein Team aufgestellt und hierbei auf die Chemie 0 geachtet. Ich habe 58 Teamchemie und schaut euch mal links ab, Fern. Ich habe Buffon drin, ne? Also meine ganzen Torspieler, die ich gezogen habe, habe ich jetzt im Feld. Und hierbei achte ich nicht auf die Chemie. Und wir starten jetzt mit dem ersten Spiel. So, Freunde, wir haben hier unseren ersten Gegner. Und ja, er hat hier 99 Teamchemie und hat gute Spieler. 4 Tots-Spieler. Ne, ein Totti, 3 Tots. Ja. Bin gespannt. So, jetzt haben wir den Ball mit Aubameyang zu Nainggolan. Komm, Junge. Gib ihn, Junge. Ronaldo. Oh, wir kommen nicht durch. Und Aubameyang, schieß doch, Junge. Mann, Alter. Passieren ja das 1:0. Voll unglücklich, aber schade. Nainggolan. Aubameyang. Aubameyang. Oh, ey, wir kommen nicht zum Schuss. Der Gegner blockt ab. Aubameyang. Linke Seite haben wir ein bisschen Platz mit Ronaldo. Komm, Junge. Ronaldo. Nainggolan. Oh, wir kommen, wir machen das zu kompliziert ein bisschen. Jetzt haben wir den Ball mit Ronaldo. Pizzi. Ist das abseits? Ja, das ist abseits. Schade. Nainggolan hier. Zu Aubameyang. Aubameyang. Schöner Lüpfer hier. Wichtiges Tor. So, Ausgleich vor der Halbzeit wichtig. Suarez, Lauf. Komm, lauf, Suarez. Schön den Ball. Suarez. Suarez, mach ihn. Nein, Alter. Schieß ihn doch rein. Suarez. Keine Ahnung, was er sich dabei gebracht hat, dass der nicht reingeht. Es steht 1:1, Freunde. Der Gegner hat einen Schuss. Und ja, das war ein unglückliches Tor. Aber wir machen hier weiter und ich will hier das Spiel gewinnen, ja, Freunde. Und weiter mit der zweiten Halbzeit. Komm, Nainggolan. Nainggolan. Aubameyang. Ey, wir kommen wieder nicht zum Schuss. Mein Gott, ey. Schon das 10. Mal heute. Wieder zu Aubameyang. Nainggolan. Nainggolan. Schieben wir zu Pizzi. Der schießt aber darüber nur. Weiter den Ball. Spielen über Aubameyang. Komm, Junge. Aubameyang. Aubameyang wird wieder abgeprallt. So krass, ne? Komm, Junge, ja, Mann, 87. Nainggolan, endlich, Alter, wir haben 20 Schüsse gemacht, der Ball geht nicht rein und jetzt haben wir den Platz und machen das 2:1 hier. Oh mein Gott, ey, dieser Typ, ne, der hat 2 Attacken im ganzen Spiel und macht fast so ein Lacktor noch, mein Gott, ey. Zieh, zieh, Junge, setz dich durch, jawoll.
und macht das. Ja, der Sack ist zu, Leute. 3, 2, 1. Aubameyang. Ja, wichtig, wichtig, wichtig. Haben uns hier sehr gut durchgesetzt und spielen in der Mitte, Aubameyang, in die lange Ecke. Und ja, Freunde, wir haben das Spiel hier 3 zu 1 gewonnen. Wir hatten halt eine Menge an Tots-Spieler, aber leider gar keine Chemie. Und hatten natürlich noch Buffon links Abwehr. Auf jeden Fall, wenn ihr weitere Foot Draft Challenges sehen wollt, schreibt es unten in die Kommentare oder was für Foot Draft Challenges ihr sehen wollt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt es wieder einen Daumen nach oben und schreibt unten in die Kommentare, wie gesagt, was ihr demnächst sehen wollt. Und ja, ich bin raus für heute, Leute. Bis dann. Damn. Ciao. Yeah.